Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte euch gefragt, was mein nächstes Video sein soll und da kam der Wunsch, dass ich meine Lieblingsnähhelfer vorstelle. Und das werde ich heute auch machen. Das ist das erste Video, eines folgt dann noch und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr gerne nutze, das ist so eine Saumhilfe. Diese jetzt hier ist von Stopf und Stiel und ja, das macht das Saumumnähen wirklich richtig, richtig einfach. Man kann vorher die Kante unten noch in der gewünschten Breite umbügeln, dann ist sie ein bisschen fester und ansonsten braucht man eben einfach nur noch die Hilfe anlegen und einmal gerade runternähen. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt hier Metall. Du siehst, da gibt es ganz verschiedene Einteilungen und du kannst dir wirklich immer die Breite aussuchen, die dir am besten gefällt. Also 1 cm Saum, 1,5 cm umschlagen, 2 cm, 4 cm, genau. Und die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich mag jetzt das Metall hier sehr, sehr gern, weil es einfach stabil ist, ne? Und ja, ich hatte hier auch eine ganz fleißige Helferin, liebe Vanessa, die hat da für mich genäht und gut, jetzt hält es mal so rum, wie ich es eigentlich immer mache. Also so wird die Saumhilfe dann einfach angelegt und dann kann man eben einfach gerade runternähen. Und das finde ich mega praktisch. Für ein bisschen mehr Stabilität kann man natürlich vorher die Kante umbügeln, das hatte ich auch schon gesagt, ne? Aber ja, gerade bei etwas leichteren Stoffen spart man sich da richtig viel Arbeit. Man kann das natürlich zum Beispiel auch mit so einem ganz normalen Handmaß abmessen, aber da muss man eben immer die Millimeter suchen. So finde ich das viel, viel einfacher. So, Nummer zwei, für mich auf jeden Fall ein Lebensretter, das gute alte Kopierpapier. In verschiedenen Farbvarianten gibt es das. Und das ist eben perfekt, um zum Beispiel Abnäher zu markieren oder ja, bei mir sind es natürlich bei den Schnittmustern noch immer gern die Biesen. Und das ist wirklich mega einfach. Gut, so die Älteren unter uns, die kennen das auch noch aus Schulzeiten, ne? Mit dem Blaupapier. So funktioniert das hier eben auch, ne? Das Papier wird mit der farbigen Seite nach unten zwischen Stoff und Schnittmuster gelegt und dann kann man mit dem Radel hier einmal da lang radeln, wo man eben die Markierung haben möchte. Das funktioniert auch mit einem Stift, also da muss man nicht unbedingt dieses Kopierrad nehmen, aber das macht die Sache eben ein bisschen einfacher, ne? Für mich ein großer Vorteil ist zum einen, dass ich jetzt das Ganze auch ein bisschen durchgedrückt habe. Also ich sehe den Abnäher jetzt hier eben auch auf der Rückseite. Und das macht es mir dann einfach, wenn ich dann eben das Ganze so rum nochmal markieren möchte. Ne, da muss ich den nicht nachzeichnen, sondern habe eben jetzt schon den Durchdruck. Das ist mega praktisch, finde ich. Ja, genau. Dann ist der da drauf auf dem Stoff, ist er auch bei der Beleuchtung nur nicht so gut zu sehen. Aber da kommen wir jetzt gleich zu Nummer 3. Lässt sich super dann mit so Schneiderkreide nachzeichnen. Und ich habe mal von einer Freundin zu Weihnachten diesen wahnsinnig mega coolen Stift bekommen. Kennt man, glaube ich, auch noch aus Schulzeiten. So kannte ich das zumindest vorher als Buntstifte. Und hier ist es dann eben mit der Kreide drin als Mine. Und das ist wahnsinnig praktisch, weil man es eben ganz einfach anfassen kann, anspitzen kann und das ganz sauber zeichnet. Das sieht so aus und der kommt auch mit Wechselminen. Genau, also mega praktisch. Ja, das ist sowas, was man ja so hasst und liebt zugleich, ne? Das ist ein Nahttrenner. Dieser hier ist besonders, der hat vorne die Spitze gummiert. Und hinten dran ist er auch gummiert. Genau, also da vorne ist Gummi dran und das hat einen ganz bestimmten Grund, der auch richtig gut funktioniert. Musik
Wenn du nämlich fleißig am Trennen warst, so wie hier, dann bleibt ja in der Regel so Fusselzeug übrig. Und das kann man jetzt bei dem Stoff hier auch relativ einfach abmachen. Aber bei feineren Stoffen zum Beispiel oder auch bei anderen Garnen funktioniert das eben nicht so einfach. Dann hat man die Zuppeln da und kriegt die ganz schwer vom Stoff wieder runter. Und dann kommt eben dieser gummierte Teil des Nahtrenners zum Einsatz, mit dem man dann da drüber gehen kann und der das quasi wie weggradiert und die Fäden rauslöst. Also mega praktisch und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Hätte ich nicht gedacht. Und der ist jetzt auch von der Anschaffung her relativ günstig. Ich glaube, es gibt es für 3 oder 4 Euro. Da ist jetzt von der anderen Seite noch der Faden durchgekommen. Ja, also meine Empfehlung und bitte ruhig mal einen Blick drauf werfen. Oldie but Goldie nutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich diese dünnen Nadelöhr bei Nadelstärke 70 oder so habe. Oder auch zum Beispiel bei meiner Overlock-Maschine, weil die so verbaut ist, dass man da ganz schlecht irgendwie an die, ans Nadelöhr rankommt. Und ja, das ist der gute alte Naht- oder die Einfädelhilfe von Oma. Gibt es auch immer noch. Ich glaube, 2 Stück kosten 99 Cent bei mir hier im Laden gegenüber. Mega praktisch. Also auf jeden Fall wieder rausholen. Ja, ganz, ganz wichtig natürlich auch Nadelkissen. Also gehört für mich absolut mit dazu. Neu habe ich das jetzt auch magnetisch hier. Sollte immer neben der Nähmaschine stehen, denn da geht doch immer mal gern was verloren und nachher findet man keine Nadel mehr. So geht es mir zumindest. Und wo wir hier schon bei der Grundausstattung sind, genau, absolut wichtig, eine gute Schere. Und hier habe ich mir jetzt auch mal wieder eine neue geleistet, weil in meinen Kursen doch immer gerne mal dann mit meinen guten Scheren Papier geschnitten wird. Das Handmaß finde ich total praktisch und eben dann auch so ein kleines Maßband finde ich auch super. Mein letztes Helferchen für heute. Ja, wie nennt man das überhaupt im Fachjargon? Das ist das Ding da. Ich glaube, das ist so für die ja, für die Taschennäher ist das was ganz Normales. Ich nutze es gerne beim Kragen zum Beispiel oder wenn ich meine Schetten unten annäher an der Bluse als Abschluss. Ja, damit kann man so wunderschön die Ecken ausformen. Und das geht eben mega gut. Man muss sanft sein, weil man sonst mit der Spitze da auch relativ schnell durchbohren kann. Aber ja, das lohnt sich und ist praktischer als jeder Stift. So habe ich es vorher immer gemacht. Und auch hier, das sind glaube ich 3 Euro Investitionen. Ja, also da mal einen Blick drauf werfen. Und das war's auch schon für heute. Ich verlinke hier nochmal meine Nähfüße, also das Video zu meinen Nähfüßen. Freue mich, wenn du ein Abo da lässt. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!